Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich habe euch vor ganz langer Zeit mal versprochen, dass ich euch mal so ein Unfallauto zeige, wenn wir so ein Auto, so ein Vorzeigeunfaller da haben, dass ich euch anhand dieses Autos nochmal erkläre, worauf ihr achten müsst, wenn ihr so ein US-Auto kaufen möchtet. Und genau das ist der Fall. Wir haben so ein Auto wieder da. Der Kunde hat das Auto nämlich gekauft und hat uns gebeten, den einmal durchzuchecken, ob irgendwas dran ist, jetzt im Moment oder wenn ja, was dran ist. Und ich zeige euch jetzt mal, woran ihr erkennen könnt, was aber Indizien sind, wo ihr dann mal tiefer nachbohren müsst, ob es ein Unfallauto ist oder nicht. Deswegen, das ist das Auto und den gucken wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Bleibt dran, kommt mit! Wenn wir von außen rumgehen, gibt es von außen die ersten Punkte, worauf man achten soll. Bevor ihr euch das Auto von außen anguckt, immer wieder appelliere ich daran, macht eine Carfax-Abfrage. Lasst euch die Fahrgestellnummer schicken und macht online eine Carfax-Abfrage. Und wenn die schon nicht so positiv ist, ich verlinke euch auch hier oben ein Video, wo das Carfax genau erklärt ist. Weil viele Kunden immer sagen, ja, Carfax habe ich gesehen, das ist toll. Aber bin ich ehrlich gesagt gar nicht raus schlau geworden, weiß gar nicht, was da drin steht, was das bedeutet. Deswegen, Link findet ihr oben zum Erklärvideo. Wenn ihr das Carfax gemacht habt, kann man das Auto von außen begutachten. Hier sehen wir jetzt verschiedene Sachen. Und zwar, das ist jetzt ein 2013er Modell. Das Auto ein V6, 3,7 Liter, normale Standardausstattung. Das bedeutet, wir haben bei den Modellen 2013-14 gab es immer die Premium-Ausstattung und die Base-Ausstattung. Die Premium-Ausstattung war natürlich, wie der Name schon sagt, etwas hochwertiger als die Base-Ausstattung. Woran man das auf den ersten Blick immer erkennen kann, ist zum Beispiel, die hatten in den Türen große Subwoofer. Wenn ich jetzt hier mal schnell reingucke, der hat jetzt in der Tür keinen. Die hat nämlich hier immer den großen, dicken Subwoofer mit drin. Das war immer ein Indiz, woran man das Premium-Paket relativ schnell erkennen konnte. Aber wir bleiben erstmal außen. Von außen sehen wir hier natürlich eine fesche Motorhaube. Wir haben, das ist ja kein Lufteinlass, das ist ja nur aufgeklebte Demo hier im Endeffekt. Da ist ja nichts offen, da kann man auch nichts wirklich erkennen, das ist nur aufgeklebt. Dann haben wir unten eine wirklich coole Spoilerlippe, die dazugehört. Wir haben Scheinwerfer und hier hat, ich weiß gar nicht, irgendjemand drauf unterschrieben oder irgendeinen Sticker drauf geklebt. Das sind alles Sachen, die schon auffällig sind. Die beiden Scheinwerfer, die wir haben, sind keine Originalscheinwerfer. Das kann man, ich stelle euch mal ein Bild rein, wie ein Originalscheinwerfer aussieht im Vergleich. Ist schwer zu erklären, seht ihr jetzt auf dem Vergleichsfoto. Spoiler, unten die Spoilerlippe, kann man alles dran machen, alles schön und gut. Ist aber so nicht serienmäßig gewesen. Dann immer das ganz heiß diskutierte Thema Seitenblinker. Ich weiß auch, wir verbauen auch Seitenblinker, weil unser TÜV das verlangt. Der von der Form typische Seitenblinker ist immer dieser hier. Das ist immer so ein typischer Seitenblinker, den viele Unfallautos auch haben. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht negativ äußern, aber viele Autos, die einen Umweg von Amerika über Osteuropa machen, kriegen diese Seitenblinker verbaut. Deswegen Seitenblinker pauschal sind nicht immer schlecht, aber in der Form doppelt hingucken. Dann haben wir hinten, also das Auto ist von außen eigentlich schön gemacht, muss ich gestehen. Auch hinten, wir haben einen schönen Sportauspuff dran, der ist auch nicht Serie. Park Distance, hier die Piepser, wie man so sehen kann, das sind die Parksensoren. Die sind auch nicht serienmäßig, ist aber grundsätzlich auch erstmal nicht schlimm. Insgesamt sieht man aber, dass das Auto optisch auffällig ist. Wir haben eine Schwarz-Rot-Kombination, wir haben viele Sticker drauf, wir haben die Seitenblinker, wir haben dieses 3,7-Emblem, das ist ja immer so die abgespeckte Variante. Bei den 5 Liter GTs steht hier ab Werk 5.0.
Und dann gibt es, kann man im Internet kaufen, diese 3.7 Sticker, die da drauf sind, die aber natürlich in Summe mit dem gesamten Auftritt des Autos was hermachen. Ist aber ein Auto, was schon sehr auffällig ist, was sehr ins Auge sticht. Und jetzt kommt das Auffällige, wo ich auch immer sage, daran kann man es auch viel erkennen. Und zwar die Innenausstattung. Ich zeige euch das jetzt mal. So sieht das Auto von innen aus. Wir haben hier in so einem Wabenmuster gestickt. Wir haben hier Sitze, die sollen so ein bisschen an diese Brembo Racing Sitze erinnern. Hier oben dieses schöne handgestickte Mustang, dieser handgestickte Mustang Schriftzug. Dieses coole Wabenmuster. Das Lenkrad hier unten, was so ausgestellt ist, mit Alcantara bezogen. Das ganze Armaturenbrett bzw. die ganze Konsole ist in so einem Carbon-Design überzogen. Da sehen wir es nochmal. Das sieht alles gut aus. Versteht mich nicht falsch, ich will das Auto auch optisch nicht schlecht reden. Das sind aber alles Sachen, die in einem Paket zusammengewürfelt immer verdächtig wirken. Also ich möchte das nochmal betonen, ich will keinen Händler schlecht machen oder ich möchte nichts Negatives sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, es geht auch nicht darum, dass das Auto einen Unfallschaden hatte, sondern es geht darum, dass viele, viele Autos in Amerika einen Totalschaden erlitten haben und dann halt exportiert werden. Und davon möchte ich euch einfach bewahren, dass ihr so ein Auto kauft, wo zum Beispiel die Airbags nicht vernünftig funktionieren. Jetzt kommen auch wieder 350 Kommentare und Leute, die mich dann anrufen und sagen, das stimmt nicht und ich bin doof und ich habe keine Ahnung und ich bin auch eigentlich ein ganz doofer Typ. Das ist auch völlig legitim, das kann auch eure Meinung sein. Ich möchte euch aber einfach nur davor bewahren, dass ihr ein solches Auto kauft, damit eurer Familie unterwegs seid und irgendwo leider einen Unfall habt und der Airbag löst zum Beispiel nicht aus, weil irgendwo was manipuliert wurde über Software oder über irgendwelche Widerstände oder was auch immer. Da möchte ich einfach vorwarnen. Das sind halt Indizien, optisch von außen einfach auffällig. Viele Spoilerlippen dran, Sticker, Aufkleber, alles was einfach nicht standardmäßig aussieht. Oder ich sage mal, alles was nicht so langweilig aussieht. Im Innenraum das Gleiche. Es gab die Mustangs bis 2015 Baujahr, also beziehungsweise bis Ende 14, mit Standardleder oder mit Stoffausstattung. Es gab diese krassen, auffälligen und aufwendig gestickten Sachen, die gab es einfach bei Ford nicht. Die konnte man ab Werk so nicht bestellen. Das ist alles nachträglich da eingebaut worden. Wenn ihr diesen Schriftzug seht in der Kopfstütze, dieses schöne Mustang geschriebene in Schreibschrift, das hat es auch bei Ford nie gegeben. Also Ford hat entweder ein Ford-Logo gemacht oder so einen Standard-Mustang-Schriftzug, aber nicht in so einer schönen Schreibschrift eingestickt. Das möchte ich euch einfach nur mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen Einblick geben, worauf ihr achten müsst. Immer wieder das Thema Carfax, Carfax, Carfax. Lasst euch nichts erzählen und wenn ihr einen Carfax findet oder kriegt einen Carfax geschickt und könnt damit nichts anfangen und mein Erklärvideo kann euch auch nicht helfen, dann ruft mich halt einfach an und schickt mir das Ding per Mail, dann lese ich mir das durch und kann euch da gerne eine Auskunft zu geben. Ob ihr natürlich dann ein Auto kauft oder nicht, die Entscheidung kann, möchte ich und werde ich euch nicht abnehmen, aber ich kann euch zumindest sagen, was das für ein Auto ist. Ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe ich konnte euch ein paar Tipps wieder geben, wenn ihr ein US-Auto kaufen möchtet und bleibt gesund. Viel Spaß, fahrt immer vorsichtig, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, würde ich mich darüber freuen, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Danke, bis zum nächsten Mal, macht's gut.